Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Magic Rush Heroes, bei dem ich direkt mal in die nächste Kampagne gehe. Oh, da kriegen wir wieder was von dem Frettchen. Yay. Ja. So. Ach stimmt, die habe ich ja gar noch nicht drin gehabt. Jetzt haben wir ja unsere Jana. wir müssen sogar noch mehr Helden retten. Und die kann dann anscheinend dann heilen. Das hat man ja eben schon in der Mission gesehen. Yay. Und... Achso, ich treffe immer nur die vordersten Reihen. Naja, machen wir es so. Nein, konnte überhaupt nur noch einen Treffer. Nein. Yay, eine Kiste. So, jetzt haben sie alle ihre Skills. So, jetzt erstmal stunnen. Dann hin und her bouncen. Ranged stun und heilen. Go, go, nein, nicht. Oh nein. Und jetzt? Ich hoffe, die ist jetzt gleich wieder da. Okay, drei Teile und ein bisschen mehr Fähigkeit. So. Ah, wir können die Fähigkeiten verbessern. So. Mal schauen. Machen wir bei allen hier ein bisschen besser. Und bei ihr hier auch noch. Warum kann ich das nicht? So, hier, ah, ich sehe schon. Das heißt, die leveln quasi mit der Zeit. Deswegen haben wir jetzt keine Fähigkeitspunkte mehr. Gut, dann weiter. Die. Wir bräuchten mal mehr von diesen Punkten am Anfang. Was? Dieser Vogel ist... Ah, sehr gut, jetzt ist er weg. Müssten wir jetzt nicht den eigentlich fertig haben? So. Das hat auch gut funktioniert. Okay, einmal heilen. Ah, das ist dieses Frettchen. Ich glaube, das dann war ein bisschen zu früh.
Wow. Au. Mal schauen, ob wir den jetzt auch bekommen. Wir haben genug Seelen, um Watson zu beschwören. Lass es uns jetzt tun. Yay. Watson. Oh Mann. Hintere Reihe Schütze, magischer Basisangriff. Sogar sein Basisangriff kann eine Menge Feinde aufwirbeln. Okay, sehr gut. Meine Quest erfüllt. Oh. 5 von irgendeinem anderen Helden, der mir gar nichts sagt. Unsere Armee hat sich nun... hat sich von null zu komplett entwickelt. Wir werden definitiv den Todesreiter besiegen. Und eine neue Rune. Weitere Fähigkeitsmacht. Sehr gut. Dann machen wir uns mal... Was ist eigentlich das hier? Die ist ja geil. Tippe Watson. So. Jetzt haben wir unsere ersten 5er-Trupps hier. Pfiff mit Eichhörnchen. Na, jetzt schnell hier die Energie aufladen. So. Nee, eine Rune. Okay, jetzt müsste sie dann kommen. Ja. Wow, das hat ein ganz schönes Einschlagsfeld. Noch einmal heilen und... Ah, gut. Es ist nur noch sie da, leider. Das ist so ein bisschen wie Miss Fortune. Der Feind wird stärker und stärker. Wir müssen selber stärker werden. Dann lass uns unsere Fähigkeiten aufwerten. Das habe ich ja eben schon gemacht. Genau. Für die andere habe ich noch zu wenig, glaube ich. Yay. Die sehen ja manche, das sehen ja manche echt cool aus. Oh Gott, wie geil. Oh Mann. Und eine neue Rune. So. Oh, wir haben direkt den ersten Boss, oder wie? Angriff. Momentan wirkt mein Team eigentlich recht stark, so wie es ist. Das scheint die Haupttruppen des Feindes zu sein. Zerschmettert den Feind mit einem Schlag. Haupttruppen hier. Ja, die machen noch überhaupt keinen Schaden. Wobei... Meine Leona hat schon ganz gut Schaden genommen. Oh, verdammt. Verklickt. Ich glaube, jetzt kann er hier ganz gut Schaden machen. So.
Bazaar und einmal Stun. Und den Heal benutzen. So, das war auf jeden Fall schon mal wieder voll. Wenn die Nani im Hintergrund genießt hat. Okay, direkt nochmal. Machen wir lieber die hintere Reihe weg. Ah, verdammt. Ich brauche einen Skill für die hintere Reihe. Verdammt, da komme ich nicht hin. Ha, aber die sind jetzt perfekt hier dafür. Yay. Wuhu. Wir haben den Todesreiter endlich gestürzt. Frieden wurde wiederhergestellt. Immer irgendwas. Mehr Monster kommen, um unsere Stadt anzugreifen. Was? Wir kommen jetzt zurück? Na, erstmal das hier. Aber bevor wir den Kampf gegen die Stadt sehen, verabschiede ich mich erstmal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also dann, ciao, ciao.